möchte auf die Installation des Demon Specials eingehen. Ist aktuell mein bestes Stück. Und er ist sogar sehr leicht zu installieren. Er kann am Wasserhahn installiert werden, fest installiert werden oder, wenn man will, deswegen heißt er auch Convertible, Untertisch installiert werden. Die Installation ist denkbar einfach. Am Wasserhahn installiert hat man so ein Wasserhahn-Umschaltventil dabei, der ist mitgeliefert. Und wenn man ionisiertes Wasser haben will, dann lenkt man es in Richtung Ionisierer rüber. Wenn man wieder Leitungswasser haben will, lässt man es so und das Leitungswasser kann durchfließen. Das heißt, ihr Siebstück am Wasserhahn ist um so ein Stück gewachsen. Wenn man den Ionisierer oben haben will und den Anschluss nicht am Wasserhahn, ist es meistens sympathischer, gerade beim Dion Special, dass man den fest installiert an die Kaltwasserleitung. Wenn das, sage ich mal, ihr Eckventil ist oder unten der Wasseranschluss, was aus der Wand rauskommt, ist und hier dann ihr Kaltwasserleitung geht, kann man dieses T-Stück, das ist praktisch dieses Stück hier, einfach dazwischen schalten. Ja? In dem Fall wäre es so. Das mitgelieferte T-Stück beim Dion Special hat hier diesen Schlitzschraubenzieher, um den Durchfluss zu verändern. Das ist schon wichtig, dass Sie unten schon mal den Durchfluss reduzieren, damit der Ionisierer nicht unter dem Leitungswasserdruck von 5 Bar steht, sondern ein bisschen niedriger, wenig Wasser da ist. Wenn Sie wissen, dass Sie jetzt nicht mit so einem T-Stück arbeiten wollen, sondern da gerade zufällig wie hier einen Waschmaschinenanschluss noch übrig haben, können Sie gerne hier einen Waschmaschinenanschluss bei uns bestellen, schicken wir kostenfrei zu und dann ist die Installation um einiges nochmal einfacher, weil Sie nichts wegschrauben müssen, sondern einfach dieses Waschmaschinenanschluss dran schrauben, den weißen Zulaufschlauch für den Ionisierer dran stecken und vielleicht noch ein Kugelventil dazu, der ist auch mitgeliefert, drauf tun und schon haben Sie den Durchfluss schön unter Kontrolle. Beim Dion ist es so und bei dem Family auch, beim Special und Family, da wird noch so ein Siebstück mitgeliefert, wenn man reinschaut, das ist sozusagen ein Grobfilter, der den Ionisierer davor schützen soll, dass grobe Partikel oder ähnliches in den Filter reingelangen und diesen mit der Zeit verstopfen. Sprich, wenn der Durchfluss oben niedriger wird, wenn kein Wasser in den Ionisierer aus irgendeinem Grund nicht reinkommt und Sie das Siebstück dran haben, dann können Sie daran denken, dass der wahrscheinlich verstopft ist. Was jetzt bei dem Dion Special noch geht, neben der typischen Wasserhahninstallation und der Festinstallation, gibt es noch die Untertischinstallation. Dazu kommt dieses richtig schwere Untertischbedienhahn dazu. Der hat hier oben seine Bedienknöpfe und im Display sieht man dann hier, ist jetzt minimalistisch gehalten, da kann man dann nicht die Durchflüsse und so weiter sehen, aber man sieht zumindest, welche Stufe man fährt und wie es aussieht mit den Filtern. Da sind dann Balken, ob die Filter gerade leer sind oder noch voll sind. Ich empfehle, wenn es geht, solange Sie den Platz oben haben, dass der Ionisierer lieber oben steht, weil dann haben Sie alles schön im Überblick, die Installation ist denkbar einfach, können Sie sogar selber durchführen am Wasserhahn am einfachsten. Dann achten Sie darauf, dass nach der Installation am Wasserhahn, das heißt nach diesem Umschaltventil, das ist ein Durchflussregulierventil und dann geht es weiter zum Ionisierer, weil dann können Sie direkt hier den Durchfluss einmalig einstellen, meistens so diagonal gestellt und müssen am Wasserhahn immer nur, wenn Sie basisches Wasser wollen, lenken Sie um, machen den Wasserhahn voll auf. Und schon geht das Wasser in den Ionisierer nicht in einem hohen Durchfluss, auch nicht in einem niedrigen Durchfluss, sondern in den passenden Durchfluss, den Sie eingestellt haben. Beim Dion Special, weil der ein bisschen noch breiter ist, trotzdem sehr klein geblieben ist, sind zwei Wasserfilter enthalten. Einmal links und rechts. Von hinten aus kommt man an diese Filter dran. Man öffnet den Deckel, Filterkappe. Und hier sehen Sie dann den zweiten Filter und den ersten Filter. Was können Sie machen mit diesem Filterschlüssel, der immer mitgeliefert ist? Können Sie dann den Filter schön greifen und haltend drücken. Da ist so ein Bajonettverschluss, der dann schon automatisch nach oben geht. Zack, ist der erste Filter draußen. Den neuen Filter setzen Sie rein, drücken drauf. Und schon haben wir Filter gewechselt. Das sind die 4 pH-Stufen. Hier können Sie einstellen, wie stark Sie das Wasser haben wollen. Im Display, hier steht dann pH 10,6 und ORP minus 600.
Und der Wert bei diesem Durchfluss kommt sogar fast hin, ist ein bisschen zu hoch. Ich würde Ihnen tatsächlich sagen, das hat pH 10 und Redoxpotenzial von circa minus 400, also ein Drittel weniger das Redoxpotenzial. Das sind die vier Stufen. Dann hat man eben den gefilterten Knopfstufe. Dann wird gar nicht ionisiert, sondern nur gefiltert. Das heißt, jedes Wasser, was durchfließt, ist gefiltertes Wasser. In dem Modus gefiltert ist es aber nicht mehr durch die Elektrolysezelle aufbereitet worden, sondern ist nur gefiltert. Das kann man dann, wenn man gerade Medikamente oder andere Sachen zu sich nimmt, wo man etwas nicht beeinflussen will, kann man eher nur gefiltertes Wasser nehmen, weil das basische Wasser ist lösungsfähiger und somit können Tabletten vielleicht sich zu früh lösen. Deswegen lieber bei Tabletten, Medikamenten gefiltertes Wasser nehmen. Für Vitalstoffe, für irgendwelche Shakes und so weiter können Sie gerne basisches Wasser verwenden. Und dann haben wir noch hier zwei Stufen saures Wasser. 1 und 2. Bei der Stufe 2 zeigt er 4,4 an. Das ist okay. pH-Wert, aber in echt wird er wohl so eher pH 5 haben. Und dann haben wir hier den Knopf für... Ich stoppe mal. Um die Filter zu resetten. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf drücke, sehen wir hier, dass der Filter 1 blinkt. Wenn ich länger drauf drücke, haben wir den Filter 1, nachdem wir ihn ausgetauscht haben, wieder auf 0 zurückgesetzt. Wenn ich jetzt wieder zweimal drauf drücke, drücke ich länger drauf. Filter 2 haben wir auf 0 zurückgesetzt. Das ist sozusagen, immer wenn Sie Filter gewechselt haben, setzen Sie die Filter wieder zurück, jeweilig den Filter, den Sie gewechselt haben. Aber in unserem Fall arbeiten wir rotierend, somit können Sie dann beide dann wieder auf 0 zurücksetzen. Machen wir ihn wieder an. Sie können eben die Lautstärke auch verändern. Da drücken Sie auch, wenn Sie ihn angemacht haben, auf Menü. Sind im FN1-Modus und können jetzt hier über Level 2 erhöhen. Dann wird er lauter. Oder über Level 1 erniedrigen. Das sind die sauren Knöpfe. So haben Sie dann die verschiedenen Lautstärken im Überblick. Und das ist die Stufe, wo Sie dann im Menü FN2 können Sie dann die jeweiligen Stufen, wenn Sie jetzt auf Stufe 1 drücken, sehen Sie, da ist 19 zu sehen in dem Fall. Wenn da nicht 19 zu sehen wäre, dann kann ich hier 0 machen mit dem Knopf. Damit stellen Sie ein, wie stark er in der jeweiligen Stufe ionisieren soll, ob er extra stark oder schwach. Da würde ich nicht viel rumspielen, außer die Stufe 4 ist Ihnen schon zu schwach, immer noch zu schwach. Und bei Stufe 4 würde ich dann halt auf 19 hochgehen. Das ist dann praktisch die höchste Stufe bei Stufe 4, was der Ionisierer rauslässt. Die Stärke hängt natürlich von dem Durchfluss ab. Deswegen, je höher Sie den Durchfluss einstellen, desto schwächer wird er wieder. Je langsamer, desto stärker. Ich wollte hier nochmal den edlen Auslauf zeigen. Das Steckteil. Hier ist die Kerbe. Ist wirklich sehr edel gemacht und auch nach einer langen Zeit bleibt es so schön metallisch, ohne dass die Beschichtung oder irgendwas weggeht. Jetzt stecken wir den mal drauf. Die Kerbe nach unten. Da ist die Kerbe nach unten. Das war's. Beim Dion Special kann man den Durchfluss des Wassers, der durch den Auslass fließt, ablesen am Display. Der Durchfluss ist essentiell, denn je langsamer das Wasser durch den Ionisierer fließt, desto stärker ist das Ergebnis bei der jeweiligen Stufe. Um den Durchfluss im Display abzulesen, gehe ich hier auf Purify und dann drücke ich länger drauf. Und siehe da, der Durchfluss ist hier in diesem Fall jetzt 3,1 Liter pro Minute. Das ist der obere Wert. Wenn ich den Durchfluss verändere, sprich anpasse,
ändert sich auch der angezeigte Wert. 2,5 bis 3 Liter pro Minute ist okay für den Dion. Wenn ich dann fertig bin, drücke ich auf. Man kann hier sehen, dass hier pH 10,5 und ORP, das ist der Redox, das Redoxpotenzial, minus 599 steht. Das sind keine echten Werte, das sind sozusagen geschätzte Werte, die bei langsamem Durchfluss sogar auch ganz gut hinkommen. Jedoch, wenn Sie das irritiert und Sie wollen das eher lieber nicht sehen, kann man auch diese Werte entweder nur pH-Wert anzeigen lassen oder nur ORP, Redoxpotenzial oder nichts. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das geht. Ich mache den Ionisierer aus, gehe ins Menü, länger drauf gedrückt und jetzt drücke ich auf den Menüknopf, bis FN5 hier angezeigt wird. Und jetzt gehe ich auf den LV2-Knopf. Siehe da, der ORP-Wert ist weggegangen. Ich drücke dann nochmal, pH-Wert ist weggegangen, beides werden angezeigt. Ich lasse mal nur den pH-Wert anzeigen. Wenn ich fertig bin, drücke ich wieder auf den Menüknopf. Die ganzen anderen Menüs bitte nicht verändern. Damit ändern Sie eventuell verschiedene Sachen. Das wollen wir nicht. Nur wenn Sie wissen, was Sie verändern. Wir können Ihnen sagen, was es ist. Und jetzt sieht man nur den pH-Wert. Jetzt will ich doch wieder, dass beide angezeigt werden. Ich drücke auf den Menüknopf länger. Drück nochmal drauf, drück nochmal drauf, FN5 wird angezeigt, LV2-Knopf, nichts wird angezeigt, beide Werte werden angezeigt. Ich bin fertig, drück auf den Menüknopf mehrfach, bis ich draußen bin, mach an,